10 Millionen Aufrufe. Was? 10 Millionen Aufrufe, Winkler? Du spinnst! So viel haben deine Videos nie! Okay, kein Grund, gleich persönlich zu werden. Bei YouTube habe ich natürlich keine 10 Millionen Aufrufe auf ein Video. Bei Instagram hatten wir das... Ich guck mal eben. Ich gucke nebenbei kurz. Es ist ja ein Thema, was uns vielleicht alle interessiert. Bei Instagram hatten wir schon 1 Million Aufrufe. Das ist das meiste. Und bei TikTok, da hatten wir tatsächlich schon 8,4 Millionen Aufrufe. Und ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, 10 Millionen Aufrufe. Ich mache alles falsch. 10 Millionen Aufrufe. Wir gucken uns gleich an, um welches Video es geht. Und ich möchte euch heute im Nachgang noch ein paar Sachen einfach zum Thema, warum wir Videos machen, sagen. Zuallererst möchte ich sagen, noch nie in der gesamten Geschichte, in der ich Instagram oder Social Media mache, und Instagram mache ich wirklich schon seit vielen Jahren, habe ich so oft in so kurzer Zeit das gleiche Video geschickt bekommen. Wir gucken es uns mal an. Es geht um dieses Video hier. Moment. Die Aufrufe spinnen, jetzt steht da 9,7, vorhin stand da 9,8, also fast 10 Millionen Aufrufe. Und wir sehen, er baut etwas und yeah, geile Rockmusik. Bei der Anzahl an Aufrufen gehe ich davon aus, dass jeder, der mir wahrscheinlich folgt, dieses Video wahrscheinlich schon gesehen hat. Und wir sehen, er baut eine kleine, ja, Säge, eine kleine Tischkreissäge. Besonders gut gefällt mir der Part, der jetzt kommt. Hier nach, also er schraubt es zusammen und jetzt sägt er die Platte ein. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das sehe. Es macht mich wirklich körperlich verrückt. Und das, was ich jetzt sehe, macht mich auch körperlich verrückt. Gucken, ob wir das... Wir können das nicht anhalten, wir können es nur leise machen. Also was... Wir gucken uns das einfach einmal an. Wir sehen, man kann damit sägen, toll, und er fängt jetzt nochmal von vorne an. Ganz grundsätzlich sehen wir ja, das ist aus einfachsten Mitteln gebaut und er baut aus einer Bohrmaschine, die er mit einem Kabelbinder festbindet, eine kleine Tischkreissäge. Und dazu kann man gleich noch ganz viel sagen, aber zuerst wollen wir uns die Konstruktion nochmal angucken. Die Sägeblattaufhängung und alles, meinetwegen, kann man so machen, ist irgendwo geführt. Aber was natürlich wieder wie immer fehlt, ist ein Spaltkeil, sehe ich da nicht. Und die ganze Konstruktion, also für was soll das langfristig sein? Dieses Einsägen freihändig finde ich ganz schrecklich. Und was ich auch schwierig finde, ist, das sehen wir hier und sehen wir gleich auch nochmal, dieser Anschlag, den können wir in jedem Winkel schief festspannen. Das ist keine gute Idee. Das sehen wir hier. Da ist ja keine parallele Führung gegeben. Das ist einfach Quatsch. Und was wir hier auch sehen, ist, wie nah bitte geht er mit seinen Fingern dran? Und ich glaube, wenn wir es nochmal gucken, sehen wir, dass das Sägeblatt sogar falsch rumläuft. Ich habe mir das Video jetzt noch 10 Mal angeguckt und tatsächlich auch mal in die Kommentare geguckt und meinen Screenshot angeguckt. Das Sägeblatt ist falsch rum. Oder andersrum, man kann ja auch sagen, es gibt ja keinen falsch rum. Hängt ja davon ab, in welche Richtung man schiebt. Es hängt damit zusammen, in welche Richtung sich das Sägeblatt dreht. Das lässt sich in dieser Geschwindigkeit des Videos tatsächlich nicht erkennen, weil die Qualität zu schlecht ist. Aber man sieht, dass er das Sägeblatt falsch rum drin hat in die Richtung, in die er schiebt. Er schiebt also von hinten rein. Das ist Schwachsinn. Aber es ist eigentlich nichts, worüber man sich wundern darf. Ich sage es nur nochmal, 10 Millionen Aufrufe. Die meisten Kommentare unter dem Video sind vernichtend. Die Leute schreiben, dass es eine Suicide Machine ist oder ein Fingerabschneider. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben das Thema schon oft genug gehabt. Selbstgebaute Maschinen grundsätzlich sind schwierig. Das Teil ist einfach scheiße zusammengebaut. Wenn ihr was selber baut, macht es besser als das. Nutzt ein Sägeblatt wenigstens richtig rum. Baut euch wenigstens einen Anschlag, der die Chance hat, wirklich sicher parallel zu sein. Und eine Bohrmaschine ist keine Säge. Das ist ganz einfach. Was ich aber nochmal sagen möchte ist, diese Videos werden ganz, ganz oft geteilt. Und wir sehen, wie dieser Mann, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Säge richtig hammergeil geworden ist, ganz nah mit seinen Fingern kleine Teile daran vorbeischiebt. An einem Anschlag, der nicht gesichert parallel ist, an einem Sägeblatt, wo keine Abdeckung ist, an einer Säge, wo kein Spaltkeil ist. Und ich möchte euch ganz deutlich nochmal darauf hinweisen, das Video ist witzig, haha, ist ja nur eine kleine Säge, was für ein Idiot,
mach das wirklich nicht nach. Das ist saugefährlich. Egal wie groß ein Sägeblatt ist, egal wie viel Kraft eine Säge hat, sie wird euch immer verletzen. Auch ein Sägeblatt, was falsch rum eingebaut ist, was falsch rum dreht, wird euch verletzen. Dann sollt ihr mit euren Händen nicht nahe lang gehen. Und das finde ich fast schlimmer als die Säge an sich. Und das möchte ich mal deutlich sagen. Ich glaube, keiner von euch kommt auf die Idee, das zu bauen. Das ist auch nicht das Problem. Aber ich glaube, dass diese Videos unterbewusst suggerieren, kleine Säge, da kann ich was so vorbeischieben. Und das ist falsch. Und das ist auch genau nochmal das, was ich euch an dieser Stelle sagen möchte. Weil der Kommentar kommt immer wieder. Jonas, du hast doch einen 3D-Drucker. Mach das doch so oder dies oder das. Ich möchte euch nochmal ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es solche Videos gibt. Mir ist es ganz, ganz wichtig, das Gegenteil davon zu sein. Wir machen diese YouTube-Videos, um euch zu motivieren, um euch zu inspirieren und um euch irgendwo auch eine Art Anleitung zu geben, wie ihr mit Maschinen und Handwerkzeugen umgehen könnt. Und es ist egal, ob es nun so eine Dübelsäge oder eine Formatkreissäge ist, man muss drauf aufpassen, auch hiermit kann man sich schneiden. Und das ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist und was ich an dieser Stelle in diesem Video einfach nochmal sagen möchte. Das, was wir da sehen, ist scheußlich. Das hat 10 Millionen Aufrufe. Das macht es eigentlich doppelt scheußlich. Und manchmal stelle ich meine eigene Arbeit etwas in Frage, weil ich denke, Digga, ich hätte auch gerne 10 Millionen Aufrufe. Das ist nämlich schon ziemlich nice. Aber mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Wir machen diese Videos für euch, damit ihr Spaß, Interesse und Freude an eurem Hobby habt oder an unserem Hobby der Holzbearbeitung. Und wie gesagt, es ist mir ganz wichtig, das mal zu sagen. Es könnte eigentlich auch ein Vlog sein. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass manche das einfach nicht verstehen. Wir machen ganz viel einfach, um euch Sachen zu zeigen, nicht mir selber. Ich brauche mir selber nicht zeigen, wie man eine Dübelsäge benutzt. Ich weiß das schon, sonst könnte ich das Video ja nicht machen. Und das ist mir einfach wichtig an der Stelle zu sagen. Und auch für alle, die in Zukunft Social Media oder sonst irgendwas machen wollen oder ein Unternehmen haben wollen. Guckt nicht nur auf das, was große Zahlen hat, denn das ist nicht immer das Gute. Wir sehen, dieses Video hat unglaubliche Zahlen. 240.000 Likes. Digga, wer liked das? Das ist Hühnerscheiße, das Video. Wenn das einer von euch liked, finde ich das heraus und es ist mir egal. Weil ich möchte, dass ihr nicht auf die Zahlen guckt, sondern das macht, was sinnvoll ist, was sicher ist und was Spaß macht. Wichtig, Spaß kommt bei mir als letztes, weil es muss vorher sicher sein. Sonst habt ihr halt nur sehr kurz Spaß, so wie der. Der wird damit auch Spaß haben, aber halt nicht lange. So, ich habe es getan. Das meist requestete Video ever. Ich habe kurz drauf reagiert und versucht, euch eine wichtige Botschaft mitzugeben. Bitte baut keine Scheiße und wir machen Videos für euch. Also lasst uns gerne ein Abo da, denn auch wir sorgen natürlich dafür, klappt mit der nicht, dass der Spaß hier nicht zu kurz kommt. Also bis zum nächsten Mal, bitte ohne solche Videos. Es reicht. Bis dann.